wenn man sich heute so umguckt, ja, also meine Zuschauer hier auf dem Lerchenberg sind immer toll. Die allerbesten überhaupt. Aber heute ist so ein bisschen anders gemixt. Ich habe mir vom Zuschauerservice, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die für die Kartenverkäufe für unsere einzelnen ZDF-Sendungen zuständig sind, erzählen lassen, dass ganz viele Karten speziell für diesen Fernsehgarten, für den Muttertagsfernsehgarten angefragt worden sind, weil eben Kinder ihre Mamas überraschen wollen oder auch Ehemänner ihre Ehefrauen, obwohl es ja nicht die Mutter ist, aber es ist eben dann die Mutter der Kinder. Also viele, viele Familientische. Das sieht auch hier so aus wie so ein Familientisch. Ich komme mal zu Ihnen. Wer sind Sie denn? Hallo, Philipp Matusch aus Taunusstein sind Sie. Philipp? Genau. Lil. Josef? Angelika. Mich muss es anders machen. So einen langen Arm hat nicht mal Frau Kiewicz. Kommt zu Ihnen, Angelika. So. Sie sind eine ganze Familie? Wir sind nicht ganz komplett. Aber das sind Ihre beiden Kinder? Was heißt, wer fehlt? Der Hund? Nein, nicht der Hund, sondern der dritte Sohn fehlt. Warum fehlt er? Der ist seit 2 Jahren weg auf einer Fahrradweltreise. Oh. Was heißt ein Fahrradweltreise? Wo ist der überall? Was macht der? Warum macht er das? Ja, er macht's, weil er es machen wollte. Ja? Er ist mit der Freundin Carina unterwegs. Er ist am 10. April 2011 losgefahren mit dem Fahrrad nach Norden. Ja? Also Dänemark, Schweden, Norwegen, dann nach Island. Da hat er Bekannte von mir besucht, dann nach Kanada, durch Amerika, nach dem Süden, dann Mexiko, diese Baja California, ja, und dann danach nach Südamerika und jetzt ist er in Neuseeland. Das ist ja eine Tour. Ist der Jüngste, ja? Ihr Jüngster? Ja, das ist der Jüngste. Ja. Ja. Nun ist ja heute Muttertag. Ja. Sie haben die ganze Zeit ihn nicht gesehen, aber Kontakt, ne? Ja, man ja. Man kann ja telefonieren. Also per E-Mail hauptsächlich. Ja, per E-Mail. Ja, ja. So, jetzt passen Sie mal auf. Wir haben eine ganz, ganz tolle Grußbotschaft zum Muttertag für Sie. Achtung! Schön. Hallo, liebe Mama. Ich sitze gerade an einem der südlichsten Zipfel von Neuseeland, am anderen Ende der Welt. Bei uns ist es gerade so 1 Uhr nachmittags, bei euch wahrscheinlich etwa 3 Uhr in der Nacht. Temperatur ist wahrscheinlich so ungefähr die gleiche, es ist bei uns so 13 Grad. Beginnender Winter, bei euch kommt ihr gerade endlich raus, also wir treffen uns vielleicht so ungefähr in der Mitte. Wir haben uns gerade daran erinnert, dass wir jetzt schon über 2 Jahre weg sind und deswegen möchte ich dir zum Muttertag, der heute ist, eine ganz besondere Überraschung schicken, diese Videobotschaft zum Fernsehgarten. Auf diesem Weg möchte ich dir einfach sagen, wie gern ich dich habe und dass ich sehr viel an dich denke, dass ich es toll finde, wie gefühlvoll du bist, wie mitfühlend du bist, wie sehr du dich immer um alle Menschen sorgst. Und ich wünsche dir einfach einen ganz wunderbaren Tag, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und wir werden uns dann, naja, es sind halt schon noch so 1-2 Jahre, bis wir wieder zurückkommen, aber das wird bestimmt ein ganz tolles Wiedersehen, wenn wir uns dann wieder in die Arme schließen können. Bis bald, ich hab dich lieb. Der Jan. Das haben Sie extra eben gefilmt? Ja, ja. Da sind die Tränen in den Augen, gell? Jede Mama vermisst dann, auch wenn er schon groß ist und nicht der Allerkleinste mehr, man vermisst sein Kind immer. Es hört auch nie auf, ne? Natürlich. Ja. 2 Jahre, hat er gesagt, können es noch dauern. Ja, das dauert noch lang. Es fällt Ihnen immer was Neues ein, wo Sie noch hin könnten. Ja, aber sehr schön, dass ich Ihnen jetzt sehen konnte. Kennen Sie mich ein bisschen? Wenig, nee. Dann wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ja. Ich habe immer noch ein Ass im Ärmel. Ja. Kommen Sie mal mit. Jetzt gucken Sie mal, wer jetzt kommt. Hier ist Ihr Sohn Jan. Ja,
Das ist schon nicht zu sehen. Das ist großartig. So toll. Mensch, ist das toll. Ist das toll. So. Ich habe mal vorsichtshalber ein Taschentuch dabei. Dass du kommst. Der Pater war eingeweiht, ne? Da sitzt er. Ihr Mann wusste alles. Und hat nichts verraten. Wie geht's denn Ihnen jetzt? Ich bin ganz zittrig. Und Jan, wie geht's dir? Ach, mir kommen auch die Tränen. Ja, ja. Mensch, über zwei Jahre nicht gesehen. Ja. Dass ich dich mal sehe. Toll. Mensch, dass ich dich mal sehe. Und dann hat er so, da war er schon fast weg vom Bildschirm, noch gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Schön. Ihr seid, ich muss es mal den Zuschauern erklären, wirklich, Jan, unterwegs, deine Freundin und du mit den Fahrrädern. Ihr habt uns freundlicherweise Bilder mitgebracht. Wir gucken einmal. Die machen nämlich was ganz Tolles. Jan, du sagst einfach ganz kurz was dazu. Das ist jetzt in Ecuador. Das ist vor dem Cotopaxi, dem zweithöchsten Vulkan. Da haben wir auf ungefähr 3800 Metern geschlafen. Island, Land Manalauga, die bunten Berge mit heißen Quellen. Mexiko, Misolha. Erste Erlebnis am Dschungel. Ja. Das ist in den USA, in der es Valley of Fire. Es geht euch gut, wenn Mama weint, hopst ihr da in den USA rum. Genau. Was ist das Ganze? Sagt man Work and Travel oder was macht ihr da? Wir machen das eigentlich, um die Welt mit eigenen Augen kennenzulernen. Ja. Auch als Herausforderung, die Welt mit eigener Muskelkraft zu umrunden. Mit dem Fahrrad. Und überwindet Grenzen. Richtig. Ja, bisher. Und jetzt die letzte Grenze war die zurück nach Deutschland, nach Mainz in den ZDF-Fernsehgarten, um eine Mama sehr, sehr, sehr glücklich zu machen. Ja, also das schon. Ein Riesenapplaus. Angelika, Sohn Jan, Freundin Carina ist natürlich auch da. Dass die beide da sind, finde ich ganz besonders toll. Für mich ist das, ich gebe das ehrlich zu, ganz, ganz schwierig. Ich bin ja lieber die Überbringerin der guten Nachrichten. Und dann, ich wusste ja, dass nach der Videobotschaft noch was kommt. Und habe dann bei Ihnen gemerkt, so sehr, wie Sie sich gefreut haben, es ist halt auch Wehmut dabei. Ja, klar. Wenn der dann nur auf der Videowall erscheint, man kann ihn halt nicht richtig drücken. Und ich dachte immer, wie sag ich es ihr? Und wollte sie schon anstoßen. Nicht weinen, ich habe noch was. Darf man ja nicht, ist ja alles versaut. So ist doch super. Wie geht's jetzt weiter? Was macht er heute? Reden. Ja, wahrscheinlich. Ähnlich, ja. Sehr nah beieinander sitzen, uns genießen. Wir bleiben jetzt eine längere Weile hier. Das heißt, wir werden nicht sofort morgen wieder wegfliegen. So leicht werden Sie nicht mehr los. Und sonst rufen Sie mich an, dann rupfe ich ein Hühnchen mit ihm. Nee, die zwei sind mir nie zu viel. Sehr gut. Dann einfach wieder Platz nehmen, genießen. Ja, toll. Dankeschön. Angelika. Also mit Lil, mit Philipp, mit Jan und Carina. Alle dabei. Ganz toll. Schön. Ganz toll. Eine ganze große Familie. Bitte schön. Und meine nächste Künstlerin singt jetzt dazu eine